Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Gabriele Schäfer. Ja, ich möchte mich heute ein bisschen mit euch über Liebe ganz praktisch unterhalten. Ja, nicht jetzt nur theoretisch, sondern die Liebe ist ja nach wie vor ein großes Geheimnis. Aber heute geht es auch um die Paarbeziehung. Ja, und auch wenn du ein Single bist, würde ich dir empfehlen, dran zu bleiben. Denn wir sind ja in einem Wandel drinnen, wo sich alles wandelt, wo alles in die Einheit kommt. Und so wird sich auch dein Partner bald einstellen und bei dir finden. Und dann weißt du, wie Liebe wirklich geht. Darum würde ich raten, dran zu bleiben. Ja. Die Seele sucht ein Zuhause, nicht eine Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Und Voraussetzung für eine wirklich funktionierende Beziehung ist, dass jeder, sowohl der Mann als auch die Frau, mal in der Selbstliebe ist. Hat jeder nicht für sich seine alten Konditionierungen, Glaubenssätze und all diesen Schmarrn, steckt er da noch drinnen, dann wird es schwierig in der Beziehung. Also Fakt ist, da muss man mal wirklich alles aufgearbeitet haben. Dann kann man losstarten, ja. Und das Herz weiß, unser Herz weiß, dass jeder Mensch eine göttliche Seele hat mit dem Auftrag zu lieben und Liebe zu sein. Das ist so. Aber unser Verstand, wenn der sich nur daran erinnern würde. Wenn ein Mensch sich ungeliebt fühlt, dann sieht man das an seinem Verhalten. Er lügt, er kritisiert. Er beherrscht andere, er verletzt. Ja. Das ist immer ein Zeichen, dieser Mensch fühlt sich ungeliebt, hat ein gewisses Loch, eine gewisse innere Leere in sich. Ja. Und solange man dieses Loch hat da drinnen, ja, dann wird es in der Partnerschaft, werden Forderungen gestellt, es ist eine gewisse Anspruchshaltung da, Erwartungen. Ja. Nur das führt unter Druck. Das setzt unter Druck, ja, und führt folglich zu Enttäuschungen, weil das wird meist nicht erfüllt, ja, wenn man das vom anderen erwartet, ja. Und es ist dann oft so, dass der Partner zum Objekt wird, ja, zum Objekt, der die eigenen Bedürfnisse befriedigen soll. Nur der andere wird dadurch langsam energetisch verbraucht. Das merkt man nicht, ja. Das geht jetzt nicht so zack, bumm, von einem Tag am anderen, dass sich das jetzt so verändert. Das ist so schleichend und irgendwann merkt man dann, boah, wieso bin ich immer so müde, so ausgezuzelt energetisch, ja? Weil das aus dieser Beziehung, die letztendlich toxisch ist, herrührt, ja. Was auch ungesund ist in einer Partnerschaft, die absolute Selbstaufgabe, wo man dann alles für den anderen tut und sich hinten anstellt, ja. Nicht gut, ja, auch nicht dieser Satz, ich kann ja ohne dich nicht sein. Dann wird es auch kritisch. Dann wird es kritisch, ja. Da werden einem schon Fesseln angelegt, ja. Da kommt dann noch die Eifersucht dazu, ja. Beziehungen, das ist sehr kompliziert, ein sehr kompliziertes Thema, ja. Wo lernt man das jetzt? Zu Hause? Naja, ich weiß nicht. Wenn man, also meine Generation, wenn ich so zurückschaue, meine Eltern, das waren die Kriegskinder, wir sind die Kriegsenkel, und da habe ich sicher nichts an Beziehungen gelernt oder gesehen als Vorbild. Ja, da wurde überhaupt nicht viel über Gefühle gesprochen. Da ging es nur um Schaffen, um Machen. Aber diese Tiefe mit Gesprächen und mit Reden über nicht oberflächliche Dinge, diesen Tiefgang, den gab es nicht, ja. Na, wo lernst du das? In der Schule? Weiß nicht. Was lernt man in der Schule? Man lernt Mathematik, aber man lernt nicht, mit Geld richtig umzugehen, ja. Man lernt zwar Biologie, aber man lernt nicht, wie man den Körper langfristig gesund erhält, ja. Man lernt über Städte, über Gebirge, über Flüsse, aber man lernt nicht, wie man das Land richtig bebaut oder schützt, ja. Genauso, man lernt Deutsch, man lernt Englisch, man lernt Französisch, aber man lernt nicht richtig miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, dass auch das Bild, was wir haben über Beziehung, sehr verfälscht wird von außen. Uns werden da so diese ganzen Hollywood-Filme gezeigt, ja, und dann wünscht man sich das und da zu Hause hat man es nicht, dann wirft man es dem Partner vor und ja, dann kommt es wieder, ja, das sind die Erwartungen, die man hat, die dann eben Hollywood-mäßig nur sind und zu Hause im Alltag spielt es aber was anderes, ja. Aber Fakt ist, dass eine Beziehung nicht immer schön ist, ja.
an einer gut funktionierenden Beziehung muss man hart arbeiten. Und die Frage ist, bin ich dazu bereit und ist Liebe da? Weil wenn Liebe da ist, kann ich darauf aufbauen. Ja? Und eine gute Beziehung, ja, die ist eine Mischung. Ja? Eine Mischung aus Romanze, aus Leidenschaft, aus Action, aus Komödie, Tragödie, aus Genuss, aus Verzicht. Das ist eine Mischung. Ja? Das heißt, wenn es einmal eine Tragödie gibt oder ein Drama gibt, es gehört dazu. Man muss halt nur schauen, wie gehe ich damit um, wie gehen wir damit um, reflektieren wir gemeinsam. Ja, und auch, dass man manchmal verzichtet, dafür hat man danach wieder mal einen Genuss. Also es ist eine Abwechslung da in einer Beziehung. Und so soll es auch sein, sonst wäre es ja fad. Wenn alles immer so schön wäre und die Liebe, ja nur die Liebe da ist, dann wird es fad, glaube ich. Es gibt in jeder Beziehung, wo man sich kennenlernt, verschiedene Phasen. Ja, zuerst ist diese Verliebtheitsphase, die Romantikphase. Ja, hat aber wenig mit der wahren Liebe zu tun. Ja, da schwebt man ja auf den Wolken, siebter Himmel. Ja, die Fehler, die sieht man ja gar nicht, die werden gar nicht als solche bekannt. Ja, die Gesprächsthemen gehen nicht aus. Man sitzt stundenlang bis in die Nacht hinein, redet über Gott und die Welt, über alles. Ja, nur wenn dann dieser emotionale Cocktail im Gehirn sich etwas beruhigt, dann bemerkt man Unzulänglichkeiten. Ja? Ist es vielleicht doch nicht der Prinz oder die Königin? Ja, dann kommt die nächste Phase, der Alltag, die Alltagsphase. Ja? Plötzlich hat man die, zwar keine rosarote, aber plötzlich hat man die rosarote Brille abgenommen und man sieht klarer. Man landet auf dem Boden der Tatsachen, ja. Und was fällt einem dann auf? Das sind so bestimmte Muster des anderen. Die zeigen sich plötzlich und immer mehr, immer wiederholter, ja. Und man ist auch nicht immer, man will auch Zeit für sich selber, man zieht sich dann öfters zurück, ja. Und irgendwo beginnt dann schon so ein gewisses Routineverhalten. Das schleicht sich da mal schon langsam ein, ja. Und dieser ausgeprägte Redeschwall, den man früher hatte, das minimiert sich dann auf gewisse Themen wie Haus, Garten, die Kinder, das Geld, die Leute, ja, oder die Nachrichten halt, was gerade aktuell sind, ja. Noch ist man zurückhaltend mit den Vorwürfen, wo man den anderen ja schon beobachtet, ja. Man denkt es zwar schon einmal, spricht es noch nicht aus. Was dann in der nächsten Phase kommt, da spricht man es dann aus und da kommt es dann zu gewissen Machtkämpfen. Ja? Das ist dann die Machtphase. Ja? Das ist so eine Rollenverteilung, wo jeder versucht, seinen Willen zum Durchsetzen. Ja? Und jeder versucht, seine Regeln im gemeinsamen Haushalt durchzusetzen. Ja? Und da gibt es ja diese ganz simplen Beispiele, wie der Klodeckel ist oben, ja, er lässt den Klodeckel immer oben, die Spritzer, die weißen Zahnpastespritzer am Spiegel, die Haare im Waschbecken, ja, die Sachen, die überall herumliegen, die Gebrauchsgegenstände oder das Gewand oder was weiß denn ich halt. Ja, das sind so diese typischen Sachen. Und dann geht es auch schon weiter, ja, weil in diesem Machtkampf kommen natürlich Gefühle und alles hoch, man triggert sich auch. Und dadurch noch mehr Rückzug, die Intimitäten werden dann schon verweigert, vielleicht mit der Aussage, ist ja schon so spät oder meine Migräne oder ich bin so müde, ich habe halt schon so viel gemacht und so Ausreden halt, ja. Ja, und Gespräche werden immer leiser, bis es oft schon dazu kommt, wo Stille herrscht. Und es ist lustig zu beobachten, wenn man in einem Restaurant oder irgendwo sitzt, in einem Café und die Leute anschaut. Also ich mache das gerne, ich tue die Leute gerne beobachten. Dann sitzen oft Pärchen, die sitzen, weiß ich nicht, minutenlang oder man kann nicht so hinstarren, aber mir fällt das so oft auf, minutenlang und die reden nichts. Die sitzen und schauen nur oder beobachten die anderen Leute. Und reden aber nichts, ja. Oder noch schlimmer, man hat das Handy, ja, als Paar. Er hat das Handy, sie hat das Handy. Oder er hat das Handy, sie hat die Zeitung. Das ist wirklich schlimm eigentlich, ne? Man hat sich nichts mehr zu sagen, ja. Und aus dem Verständnis, was man damals hatte, was man ja durch die rosarote Brille, da war ja alles so schön.
Da wird dann schon die Kritik. Der Verstand macht sich dann schon ständig Notizen, was nicht alles funktioniert, was einem auf die Nerven geht, ja, was überhaupt nicht mehr geht. Ja, und in dieser Phase gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt damit umgeht. Ja, man kann sich natürlich immer weiter voneinander entfernen, bis man letztendlich dann zur Trennung kommt, wo man dann sagt, oh, endlich frei. Ja, der Ego-Verstand sagt dann, endlich frei. Oh, endlich. Ich habe es ja gewusst, es war nicht der Traumprinz oder die Prinzessin. Dann beginnt das Nächste von vorne wieder. Ja. Man kann auch, oder man, es gibt eine Möglichkeit oder man beobachtet, dass man sich dann jeder in seine eigene Welt zurückzieht. Das sind fast wie zwei Welten, wo man nebeneinander, aber nicht mehr miteinander lebt. Ja? Wo man sich gerade ja, beim gemeinsamen Umfeld ist man mitsammen oder bei irgendwelchen Familienfesten, das reicht dann schon, ja, mehr ist da nicht. Ja? Oder man sucht sich irgendeine Ersatzbefriedigung, ja. Der Mann sitzt stundenlang vorm PC. Was macht sie? Sie fährt von einem Meeting, also von einem Online-Kurs zum anderen, macht ein Seminar nach dem anderen, liest ein Buch nach dem anderen, ja. Und die Frauen hoffen sich, dass sich ihr Mann verändert. Das gelingt ihnen aber nicht. Also sie wollen auch den Mann verändern. Das ist so, ja. Männer dagegen wollen eine Frau, die sich nicht verändert, was sich aber früher oder später dann doch tun wird. Das ist fast immer so, dass sich die Frau weiterentwickelt und das erwartet sie dann auch von ihrem Mann. Und da crasht man dann immer zusammen. Es kann dann auch so sein, dass mit dem eigenen Partner dann schon fad wird, ja, es prickelt nicht mehr so sehr und dann beginnt man doch woanders zu suchen, ja, wo man Bestätigung bekommt, wo es dann noch ein bisschen prickelt. Ja. Und das beginnt oft schleichend auch, ja. Wenn man einmal mit den Gedanken im Kopf spielt, dann geht es eh weiter. Dann schaut man mal in so komische Partnerbörsen hinein, ja. Geht dann vielleicht weiter, ja. Aber wenn jetzt, und das wäre die Lösung, wenn ein Paar mit weinendem Herzen ihren Mund aufbringt und lernt, die eigenen Muster, jeder für sich selbst, also die eigenen Muster, nicht die vom anderen, zu reflektieren, und dass man lernt, wertschätzend miteinander zu kommunizieren, dann kann man diese Machtphase verlassen und kommt dann in ein neues Miteinander. Das kann hier beginnen. Ja? Und das ist dann die Phase des erwachten Bewusstseins, wo man dann gemeinsam weitergeht. Ja? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man lernt oder dass man überhaupt einmal weiß, wie tickt mein Partner. Ja? Es gibt verschiedene Liebessprachen. Wenn jetzt der eine diese Liebessprache spricht, der andere war eine komplett andere, dann fühlt der die Liebe von dem gar nicht. Ein Beispiel, ja, die Frau zeigt ihre Liebe, indem sie stundenlang in der Küche steht und schnipselt und kocht und ihm ein gutes Essen macht. Sie verbringt Stunden dort. Sie will, dass es zu Hause schön ist, dass sich der Mann wohlfühlt. Sie schmückt das Heim, es ist immer alles sauber, die Fenster sind blitzblank geputzt, es ist kein Fussel auf dem Boden, kein Tierhaar auf der Couch. Und sie denkt sich, ja, ich zeige ihm so meine Liebe. Er denkt sich aber, ich tät viel lieber mit dieser Frau kuscheln. Aber sie hat ja keine Zeit, sie muss ja immer alles sauber machen. Ja? Und so fühlen sich beide nicht geliebt, weil er eine andere Sprache spricht. Er spricht die Sprache der Zärtlichkeit, sie spricht die Sprache, wo sie ihm mit Dingen ihre Liebe beweist. Ja? Und da gibt es eben so verschiedene Liebessprachen. Ja? Für den einen ist zum Beispiel wichtig dieses Lob und Anerkennung. Wir Frauen haben das überhaupt übrigens sehr gern, ja? wenn uns gesagt wird, jetzt nicht das typische, ah, du bist so hübsch oder ich liebe dich, ja, das ist abgedroschen. So wirklich aus dem Herzen kommend, ein Lob und nicht immer dasselbe wiederholt. Ja, also ein ehrliches Lob, was der Mann an uns bemerkt, das hebt uns hinauf, das besteht, das ist für uns auch wichtig und das zeigt uns, dass er mich sieht oder uns sieht, die Frau, ja. Einfach diese Dinge aussprechen, ja. Ein Beispiel, ja, unsere Tochter kommt öfters zu uns auf Besuch und dann sagt sie, boah, das passt aber gut zusammen, was du anhast, boah, da hast du einen richtig geilen Arsch in der Hose und so, ja.
Und ich sage dann zu meinem Mann, warum siehst du das nicht? Warum sagst man du das nicht? Und er sagt dann drauf, naja, ich denke mir es ja eh. Ja, aber wir hätten es gerne, dass man es ausspricht. Ja. Ich denke, da ticken viele Männer gleich. Ja. Oder so kleine Bemerkungen, ja, diese Dinge kann man ja auch aufschreiben und dann einen Zettel irgendwo reingeben. Ja. Zweisamkeit, diese bewusst gewählte Zweisamkeit ist ganz wichtig. Ja. Dass man sich Auszeit nimmt zu zweit. Ja. Wenn man jetzt wirklich nur zu zweit in einem Haushalt lebt, dann sollte man sich bewusst Zeiten und Räume schaffen, wo man gemeinsam etwas macht, ja, wo eine wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit da ist, wo man sich etwas vornimmt, etwas gemeinsam zu tun. Gewählte Zeit für zwei, ja. Ob das jetzt ein Essen ist, das muss ja gar nicht außerhalb sein, auch zu Hause gemeinsam, dass man das plant, ein ganz besonderes Essen, ja, dass man tiefe Gespräche führt, dass man sich das bewusst vornimmt, nicht so immer zwischen Tür und Angel, sondern man muss ja mal bewusst runterkommen, damit ich gute Gespräche führen kann. Ich kann ja nicht, wenn der von der Arbeit rauskommt, ihn gleich überfallen und sagen, so und jetzt, wie fühlst du dich heute? Das geht einfach nicht, ja. Das müssen wir Frauen natürlich wieder mal lernen, ja, dass die Männer anders ticken, ja. Oder man trifft sich für gemeinsame Spiele oder irgendwelche Rituale, ja. Es geht um bewusste, gewählte Zweisamkeit, ja. Was auch wichtig ist, vielleicht ist die Liebessprache eines anderen, dass man sieht, oder er kann die Liebe so beweisen, oder sie kann die Liebe so beweisen, indem man etwas schenkt. Ja, das muss nichts Großes sein, das ist nicht ein Brillantring oder sonst irgendwas. Geschenke, die aus dem Herzen kommen, wo ich mir wirklich etwas überlege. Und es kann, ja, ich liebe es, wenn mein Mann mit ein paar Rosen reinkommt aus dem Garten. Oder irgendwelchen bunten Blumen von der Wiese. Ja, das ist ein Geschenk, das kommt von Herzen. Er weiß das, dass ich das gern habe. Ja? Das muss nicht teuer sein. Es geht um den Beweggrund dahinter. Ja? Für jemand anderen kann eine Liebessprache sein, wenn einem geholfen wird. Ja? Wo einem gesagt wird, ich tue das gern für dich. Ja, oder überhaupt die Frage, womit kann ich dich erfreuen? Was kann ich tun, damit du glücklich bist? Ja, so zeigt man dem anderen auch die Liebe, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass jemand als Liebessprache hat oder die Zärtlichkeit, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt jemand fragt, wann fühlst du dich geliebt? Ja, und er sagt, ja, wenn ich berührt werde, wenn ich umarmt werde, wenn ich gestreichelt werde, beim Kuscheln, bei der Sexualität, ja. Da muss man nämlich jetzt schauen, weil wenn das für den einen so wichtig ist und für den anderen ist es aber etwas anderes, dann wird das einmal ausgesprochen und dann trifft man sich in der Mitte, dann kann man Kompromisse machen, ja? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich werde das beim nächsten Video dann irgendwie schauen, dass ich das schriftlich hinbekomme. Oder vielleicht kann ich das unten irgendwie reinstellen. Ich weiß nicht, wie das auf YouTube funktioniert. Mit gewissen Fragen, ja. Ich möchte das hier nur kurz anschneiden. Aber mit diesen Fragen kann man die Beziehung besser erkennen, wie sie ist und wie ich höher kommen kann, ja. Und da muss man mal ausgehen von dem Bild, was eine Frau von einem Mann hat und umgekehrt, ja. Das heißt, man schreibt einmal auf einen Zettel. Männer sind Punkti, 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 Frauen sind Punkti, Punkti, Punkti und Liebe ist Punkti, Punkti. Das heißt, man hat einmal gewisse Vorstellungen und nachher tauscht man sich dann darüber aus. Und dann fragt man sich, was schätze ich an meinem Partner? Ja? Welche Besonderheiten meines Partners sind für mich ganz besonders liebenswert? Was investiere ich aktuell konkret für unsere Beziehung? Was ist mein Beitrag? Ja? Und dann auch, wie ist unsere Beziehung momentan, aktuell? Ja, eine Skala von 1 bis 10. Ja, und dann fragen, was fehlt, damit es eine 10 wird? Was kann ich dazu beitragen? Was können wir gemeinsam machen? Ja? Welche Aktivitäten sind bei uns besonders wichtig? Und dann vielleicht auch einmal überlegen, was habe ich für persönliche Ziele in diesem Jahr oder in den nächsten Monaten? Was hat mein Partner für Ziele?
Und ist das miteinander vereinbar? Und so lernt man auch den anderen besser kennen, weil vielleicht weiß man gar nicht, woran mein Partner oder Partnerin gerade arbeitet. Ja? Und so mit dieser Fragestellung kann man dann näher darauf hinkommen, wo man gemeinsam dann mehr unternimmt in Richtung Ziel. Ja? Wo sind die Möglichkeiten? Wo sind die Hindernisse? Welche Kompromisse gehe ich ein? Ja? Welche Aktivitäten können wir machen? Ja? Und ich habe dann noch eine Liste mir zusammengestellt, wie gut wir eigentlich den Partner kennen. Ja? So gewisse Fragen. Ist recht amüsant. Ich werde schauen, dass ich das irgendwie in der Beschreibung reinkriege. Und die Fragen kann man sich dann stellen. Ja? Und da sieht man dann eigentlich, wie sehr man den Partner kennt. Ja, ich stelle euch das unten rein. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und was ich euch noch wünsche, ist Zeit. Zeit, wo man wirklich gemeinsam in die Liebe eintaucht und gemeinsam weiter wächst. Denn wir gehen jetzt in eine neue Zeit und dort werden auch die Beziehungen sich ändern. Und da dürfen wir jetzt schon damit beginnen. Und dazu wünsche ich euch Gottes reichsten Segen.